Einen wunderschönen guten Morgen, meine ganzen wundervollen Zuschauer, Zuckerschnecken. Und herzlich willkommen auch den ganzen Neuabonnenten von uns, die wir ja seit diesem Getriebespülvideo, die uns diesen Getriebespülvideo erreicht haben. Ne? Also ich muss ja sagen, ich bin ja mega, mega stolz, dass wir uns mittlerweile auf YouTube einen Status erarbeitet haben, wo wir durch unprofessionelle Sachen wenig bzw. gar nicht gedisst werden. Ne? Also ich habe jetzt gedacht, wenn ich jetzt hier so ein Video hochlade, wo wir irgendwas machen, wo wir gar nicht so viel Ahnung von haben und auch noch Fehler zeigen, dass wir da wieder 1000 von irgendwelchen, keine Ahnung, Hatern und Mobs oder sonst irgendwas kommen, ihr seid so doof und Fuschbude, wird mein Auto da nicht hinbringen und aber überhaupt gar nicht, ne? Und das ist sehr, sehr schön und das freut mich, dass ich da wirklich so ein tolles Publikum habe und dass wir solche Sachen zeigen können, ne? Wir sind ja Autodidakten und ich finde Autodidaktismus, kann man das so sagen? Ist das Autodidakt? Ja, kann man schon verbessern. Ja, ja, genau. kann man auch auf YouTube zeigen. Ne? Nichtsdestotrotz, das war die erste Probe da mit diesem Getriebeölwechsel. Wir wissen auch, dass wir da viele Fehler gemacht haben. Im Endeffekt haben wir es ja dann doch noch gut hingekriegt. Das Getriebe ist gespült, alles gut. Es schaltet auch einwandfrei. Maletti ist zufrieden. Und heute wollen wir euch mal wieder was ganz, ganz Profimäßiges zeigen. Der Sinn dieses Videos ist, erstmal Danke zu sagen, ganz neue Abonnenten und willkommen zu heißen und so, aber der Sinn, der Hauptsinn dieses Videos ist, unsere Autogas-Selbstumrüstungen, die wir ja begleiten, ne? Ihr könnt ja, ja, ich will auch einen Kaffee, wir machen gerade schön Kaffee. Wir machen schön Kaffee, so. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass man das besser hört, die Autogas-Selbstumrüstungen zu begleiten und ich tue mich immer ein bisschen schwer, ich supporte das ja ganz gerne, so aus der Ferne alles ganz genau, damit ihr euch zu Hause eure Autogasanlage selber einbauen könnt. Und ich habe mal die Kamera hier oben drauf, ich kriege langsam einen lahmen Arm. Eure Autogasanlage selber einbauen könnt und später natürlich hier zur Inbetriebnahme und Firmware aufspielen, Software aufspielen und nochmal durchgucken, Dichtigkeitsprüfungen für TÜV und alles hier nachher herkommen. Ne? Jetzt rufen mich die Leute an und ich tue mich dann natürlich bei so einem Golf oder bei so einem Opel Zafira, Astra, Konsorten, Vierzylinder, mein Gott, so manchen Sechszylinder auch, tue ich mich da natürlich sehr, sehr einfach, euch das zu erklären und zu machen und zu tun. Aber da gibt es Autos, die sind nicht ganz so leicht. Ne? Wir haben das jetzt letztens zum Beispiel gehabt, ein BMW M54, BMW E46 oder XX3 oder E91 oder sonst was, also dieser M52 TÜ. Und die M54 Motoren zum Beispiel mit dieser geteilten Leerlaufführung, wo diese Kunststoffbrücke ist, wo von einem Zylinder zum anderen dieser Bypass noch rüber geht. Da haben wir ein spezielles Eingabeverfahren mit diesen Polyamidleitungen. Da wollen wir nochmal später ein bisschen näher drauf eingehen. Aber bei solchen Fahrzeugen tue ich mich immer ein bisschen schwer, das selbst umrüstern machen zu lassen, weil es nicht so ganz einfach ist. Aber wir wollen auf diese Besonderheiten dieser Fahrzeuge nochmal ganz genau eingehen. Ne? Sinn dieses heutigen Videos ist, unsere Spezialität nochmal ganz genau zu zeigen, damit ihr das zu Hause auch besser nachmachen könnt. Bei den M272, M273 Motoren, M112 und M113 von Mercedes. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ihr wollt alle auf Gas fahren. Das ist ja auch ganz, ganz vernünftig. Aber wir haben natürlich so lange Vorlaufzeiten. Ja, es ist jetzt ein bisschen entspannter. Nee, eigentlich nicht, weil Matthew ist ja krank. Ich hoffe, dass der nächsten Montag nächsten Montag wiederkommt. Eigentlich soll es entspannter sein durch Bjarne und durch Patrick, der hier ist. Patrick hat eigentlich andere Aufgaben, sollte eigentlich nicht umrüsten, macht er jetzt aber trotzdem. Ne? Wenn ihr das eben halt schneller haben wollt und nicht darauf warten wollt, bis Nagel eine Hebebühne und eine Mitarbeiterfreiheit für die Umrüstung, dann macht ihr das zu Hause selbst. Und ich habe jetzt einige Kunden beraten, die wollen ihren, keine Ahnung, E350, E500 oder was weiß ich. Jetzt hatte ich heute ein Telefonat mit einem Kunden, der will seine R-Klasse umrüsten mit dem M273 Motor, also ein R500 mit dem 5,5 Liter M273 Motor umrüsten und hat natürlich Angst davor, die Eingasung zu machen, beziehungsweise das muss ja alles relativ genau sitzen und zwar wird da ja zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf, genau unten wird der Bypass gebohrt, mit einem 5mm Bohrer und dann wird der mit M6er Bohrer Gewinde geschnitten. Ne? Ja, jetzt kann mich wieder einer verbessern, das ist eigentlich ein 4,8 oder 4,7mm Bohrer. Na, nimmst einen 5er Bohrer und M6er Gewinde und dann schön Loctite unten an den Nippel reindrehen und gut. Ne? Aber das wollen wir euch nochmal ganz detailliert zeigen, weil wir haben heute das Glück,
zwei Mercedes W211 hier bei uns zu haben. Einen mit dem M113 Motor und einen mit dem M273 Motor. Bei den Sechszylindern ist es natürlich M272, M112. Aber gleich, sind nur zwei Zylinder weniger, aber die Ansaugbrücke, du hast einen Kaffee gemacht, will ich nochmal eben schnell umrühren und dann zeigen wir euch das gleich ganz detailliert und die Jungs sprechen mit euch auch nochmal und geben euch bei der Umrüstung von den Fahrzeugen, bei der Selbstumrüstung bei den Fahrzeugen bzw. Motoren auch nochmal richtige Tipps. Dome sagt, wir sollen mit dem älteren anfangen. Hier haben wir den M113 500er, 5 Liter Hubraum, knapp irgendwie 306 PS und wie gesagt ist baugleich mit dem M112. Den hat unser Richie hier gemacht und dazu möchtest du jetzt alles erzählen, ganz genau, ne? Wie du den gebohrt hast, ne? Eigentlich nicht, aber du zwingst mich ja. Gut, ne? Ja, also Bohrungen sitzen direkt hier unten in Höhe der Benzindüsen, gehen direkt in die Ansaugwege. Ich denke, viel erklären muss man dazu ja nicht. Man genau, es sind ja unten diese schönen, von Prinz, diese Federstahlschellen, die sind besser als die Ötika, ne? Die kriegt man einfach besser drauf. Ne? Schon wieder eine Generation moderner hier. Ne? Ich will mal den Monitor ein bisschen drehen, dass ich wirklich sehen kann, was ich hier filme. Weil das ist ja wirklich für die Selbstumrüster sehr wichtig, dass die genau sehen, wo wir hier gebohrt haben. So. So, da hinten der, da der, das ist jetzt Fahrerseite. Da sieht man ganz genau, wo die gesetzt haben und die Injektoren einzeln hier zwischengesetzt. Und da passt der Luftfilterkasten auch ganz fantastisch drauf. Ne? Genau. Das ist der M112, M113 linke Seite und jetzt kommt die rechte Seite, die Beifahrerseite. Im Prinzip genau dasselbe. Das Schöne bei der M113 ist, man hat hier zwischen Kopf und Ansaugbrücke relativ viel Platz. Das heißt, hier kriegt man auch immer eine Schelle drauf, immer. Da unten, ne? Genau, bei den M273 drüben. Ist das alles ein bisschen viel enger und da klemmt der Schlauch fast hier am Kopf. Das heißt, da kriegt man fast. Da darf man den nicht so weit ankippen, die Düse. Da kriegt man gar keine Schelle drauf, so richtig. Das heißt, den muss man ziemlich weit ankippen. So, ihr könnt das ganz genau sehen. Ist ja nicht nur für Selbstumrüster interessant, auch für Umrüster hier, für unsere Mitbewerber. Aber so sieht es dann natürlich im Endeffekt aus. Luftfilterkasten geht noch oben drauf, dann ist alles weg. Hier ist Patrick noch nicht ganz fertig. Hier macht er noch ein paar Kleinigkeiten dran. Die Kabel, die liegen noch richtig. Ne? Aber den M273, den haben wir komplett fertig. Und wolltest du nur irgendwas erzählen? Würdest du eigentlich erzählen? Ja, du fährst mir doch eh wieder ein Ford. Ach so. Nein, alles gut. Diesmal war es Dome. Ach, diese 211er sind so schöne Autos. Ne? So, und hier haben wir denselben, fast dieselbe Farbe sogar. Ist ein bisschen heller. 73, den Motor schneidet oben drauf, macht die Sache alles viel schwieriger, weil die Injektoren müssen hier unten drunter passen. Also unter den Steuergeräten müssen die Injektoren liegen. Genau, hier bauen wir uns unser Rail selbst. Ansonsten passt das nicht. Man kriegt diese Abdeckung nicht mehr drauf. Wie ich vorhin schon erklärt habe, ist die Eingassung hier ganz unten drin. Und wenn man sieht, da kriegt man nirgendwo mehr eine Schelle zwischen. Das ist wirklich so eng gemacht. Muss ja auch nicht. Ist ja auch mehr Unterdruck als Überdruck drauf. Ne? Ne? Oh, kann man ganz schlecht filmen hier. Das ist echt sehr eng. Ja, von hier ist es wirklich. Also hier ist der erste. Was wichtig ist bei dem Motor, wenn man den bohrt, man muss die am Motor anzeichnen. Man darf nicht durchbohren, dass die Späne nicht im Brennraum kommen, ist klar. Aber man braucht den Winkel, dann baut man die aus. Das heißt, die werden so gebohrt, mit drauf noch, also nur angebohrt, damit man so den Winkel kriegt, weil die ist ziemlich dick, die Brücke. Und dann bohrt man sie aus und dann kann man sie durchbohren. Genau. Anders geht es nicht. Und dann Gewinde, also dann fertig bohren und Gewinde schneiden auf der Werkbank, ne? Weil der Winkel ist sehr wichtig. Wenn man den zu weit ankippt, dann hat man da halt Probleme oben am Zylinderkopf. Dann kriegt man den Schlauch gar nicht mehr drauf, ne? Richtig. Also wie gesagt, wir haben nicht aus Langeweile da so lange für gebraucht, ne? Für diese. Hier hast du noch ein bisschen Lötzinn oben drauf. Ja, das muss ich noch ein bisschen runter machen von der Düsentrennung. Hier wird die Düsentrennung gelötet, hier oben drin. Hier ist der Motorsteuergerät. Genau. Der wird aufgeschnitten hier, diese Ummantelung, damit man die ganze andere Seite kriegt. Weil das läuft alles in den zweiten Strang. Hier ist die erste Seite, also Bank 1, Bank 2 läuft hier. Und hier oben drin direkt löten. Und hier ein bisschen Lötzinn runter. So, die andere Seite ist auch hier. Jetzt sieht man ganz genau, hältst du mal die Lampe da oben? Sieht man ganz genau, hier ist die Benzindüse und da ist die Gasdüse. Benzindüse, Gasdüse. Benzindüse, Gasdüse. Benzindüse, Gasdüse. Ach nee, Quatsch. Die Gasdüse ersetzt die Benzindüse. Genau. Die Gasdüse ersetzt die Benzindüse. Die Gasdüse hier ersetzt die Benzindüse und hier der letzte
sitzt hier. Da muss man aufpassen. Wir haben jetzt auch wieder ganz wichtig. Hier sitzt normalerweise dieser Motorträger. Der ist jetzt hier im Kofferraum. Der wird ausgebaut und der kommt auch nicht mehr rein. Okay. Weil sonst kriegt man hier keine Düse hin, weil es einfach zu eng wird. Hier ist nämlich schon der Stecker. Hm. Dahinter ist noch ein Sensor. Und man kriegt es nicht rein. Also den auf beiden Seiten abbauen. Genau. Und dann Kofferraum tun, falls man... Ja, das Schöne ist, dass der Luftfilterkasten so schön drauf passt, weil hier durch diese Steuergeräthalterung hier unten so eine Art Führung auch ist, ne, für das Genau, und die müssen auch da drunter, die dürfen nicht hier nehmen, die müssen da drüber, sonst kriegt man Luftfilterkasten nicht drauf. Ja, ein ganz großer Tipp noch, M272, M273 sind diese Fahrzeuge für diese Warmlandregion, Länder, keine Ahnung, wie das heißt. Und zwar, ihr müsst den Verdampfer ja in dem kleinen Kühlkreislauf parallel einbinden. Bedeutet, wenn der Heizungswärmetauscher warmes Wasser kriegt, dann kriegt der Verdampfer auch warmes Wasser. Wir müssen bei den ganzen Fahrzeugen natürlich vom Motor aus gesehen bis zu diesem Ventil, was zumacht, wenn man die Heizung kalt macht, auf kalt stellt, ist es ja bei vielen Fahrzeugen so, dass der Wärmetauscher kein warmes Wasser mehr bekommen soll und dann geht ein Ventil zu. Bei BMW ist es dieses Duo-Ventil, also muss man natürlich, wenn man den Verdampfer parallel einbindet, zwischen Motor und Duo-Ventil gehen. Ja? 273 auch. Ja, genau. Blöd ist natürlich, wenn da kein Schlauch mehr zwischen ist, sondern die dieses Ventil, was zumacht, direkt an den Motor machen. Und da muss der abgezogen werden. Also dieses Ventil haben nicht alle M272, M273. Ich rede von diesen 350er, 500er E-Klassen. Die Standheizung haben es nicht. Die haben aber vorbereitet schon. Der Stecker liegt hier oben drauf. Ja. Ne, aber die haben kein Ventil hier zwischen. Das genau. Lass uns das mal genau filmen, damit man das sehen kann. Das haben wir leider häufig gehabt. Dass wir dieses Ventil... Also hier sitzt normalerweise, hier ist jetzt der Motor direkt drauf, also der Schlauch. Und hier ist normalerweise, der ist ein bisschen weiter hinten und dann sitzt hier ein Ventil drauf. Und ach, das hat er nicht? Hat er nicht, weil der eine Standheizung hat. Ach, der ist der Stecker schon lose? Genau, der hat eine originale Standheizung und deswegen hat er es nicht. Ach, das ist natürlich blöd. Das hätte man an dem Auto natürlich auch schön zeigen können jetzt, ne? Also hier unten, halt mal die Lampe bitte so hin. Also hier unten sitzt normalerweise das elektrische Ventil da, in der Richtung. Das elektrische Ventil, was zumacht, wenn man die Heizung auf kalt stellt. Und das muss... entschärft werden, quasi muss der Stecker abgezogen werden. Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man zieht den Stecker einfach ab, hat dann aber einen Fehler im Motorsteuergerät drin. Da sagt dann hier dieses komische Ventil, Widerstandswert unendlich, löst aber nicht die Motorsteuerungslampe aus, ist nicht schlimm. Blöde ist natürlich, wenn das Auto dann zum Mercedes geht in die Wartung und der Mechaniker ein bisschen schlau ist, der sieht den Fehler dran, steckt einen Stecker drauf und dann läuft eure Gasanlage nicht mehr. Selbstverständlich, weil natürlich der Verdampfer kein warmes Wasser kriegt. Also der Stecker muss runter. Es gibt drei Möglichkeiten. Und ich mache da Faserband drunter, man checkt, das ist absichtlich. Genau. Man kann es aber auch noch ein bisschen galanter lösen, als wir das machen. Wir machen es einfach nicht, weil wir sagen dem Kunden das und fertig. Man kann jetzt auch hier auch einen Widerstand einlöten. Auf den man richtigen Widerstand. 12 Volt, 11 Watt nehmen, Magnetspule draufstecken und Ende. Funktioniert. Ja, geht auch, ne? Aber ist ein Aufwand, der Quatsch ist, weil der macht einfach nur so einen leeren Eintrag und Fehlercode Speicher. Der ist echt nicht schlimm. Der sagt nur hier Widerstand und endlich von dem Ding einfach Stecker abziehen oder auch ablassen. Widerstand einlöten oder was man auch machen kann, ist meiner Meinung nach die galanteste Lösung. Dann sieht es original aus. Man baut dieses Ventil hinten komplett aus und nimmt den Schließerkolben raus. Dann hat der Stecker einfach noch den Widerstand von der Magnetspule, die diesen Kolben bedient. Und alles sieht original aus, dann kann euch auch keine doofe Mercedes-Werkstatt hinten den Stecker wieder draufstecken. Ne? Aber wie gesagt, nur bei diesen Fahrzeugen, der Bahn. Gestern. Was? Bei dem ML. Der hatte auch Stecker hinten wieder draufgesteckt. Ja? Deswegen liefern nicht. Haben wir den umgerüstet? Nein. Zündaussetzer gehabt, hinten 1, 2, 3. Ja. Und dann. Das ist ein bisschen das Ärgernis. Also ich sage das den Kunden immer. Ne? Hinten ist der Stecker ab, wenn ihr das Auto zu Mercedes bringt, wenn wir den umgerüstet haben, achtet darauf, dass die den Stecker hinten nicht draufstecken. Ne? Ich sage es jedem Kunden immer dabei. Normalerweise macht Dome sagt ja, der macht ja Faserband drauf, dass man nicht mehr draufstecken kann, aber dann sagen die, wahrscheinlich macht das Band absteckende drauf und dann laufen die Dinger eben halt nicht mehr. Ich bin schon mal zu einem Kunden, der mega, mega sauer war, dass seine Gasanlage nicht mehr lief, bin ich schon mal nach Hannover gegurkt und war natürlich nur Stecker ab. Ne? Ich sage, war der bei Mercedes? Ja, war bei Mercedes. Ich sag, ja, haben den Stecker hinten drauf. Das habe ich ihnen aber gesagt. Ja, tut mir leid, habe ich vergessen. Ja, bin ich umsonst 2-3 Stunden mit dem Anhänger gefahren. Ne? Ich wollte das Auto mit dem Anhänger aufladen und hierher, weil die Gasanlage nicht mehr läuft. Quatsch, ne? Ist natürlich immer blöd, sowas, ne? Ja, M113 haben wir gezeigt. M273 haben wir auch gezeigt. Wie gesagt, ich sag's nochmal, mit 6-Zylinder-Motoren exakt dasselbe, nur 2 Zylinder weniger, ne? Genau. Können wir jetzt nochmal so ein kleines bisschen, fällt uns hier noch was zu ein? Luftfilterkasten passt hier, wie gesagt, perfekt drauf. Es sieht alles original aus. Man sieht fast nicht, dass die Autos eine Gasanlage haben. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Für diese Sachen haben wir, wie gesagt, 10 Jahre gebraucht, um das immer ein bisschen weiter zu perfektionieren. Und wir zeigen es auch gerne. Ne? Also,
Auch für Umrüster. Viele Umrüster machen uns das auch nach. Der ist auch klar. Die Autos sagen, ach, hier wollen wir den mal laufen lassen? Ich gehe mal zu Bjarne kurz. Jetzt können wir den Mustang noch mal eben kurz zeigen und den können wir eben mit dem Laptop noch mal laufen lassen, mit umschalten, oder? Schau den Laptop noch mal an. So, wie weit ist denn ein Coyote Mustang? Das ist ein geiler Motor, ne? Das sieht echt gut aus, ne? Ja, kommt die Kunststoffabdeckung drauf, siehst du auch nichts, ne? Nicht viel. Aber diese Motorräume sind natürlich auch sehr, sehr unaufgeräumt, muss man ganz klar sagen, ne? So, Gasfilter, Verdampfer sitzt hier unten drunter. SI-Kit haben wir da drin. Und hier sind die Injektoren auch einzeln gesetzt, damit er hier schön den Kunststoffkasten wieder drauf kriegt, ne? Den kriegst du jetzt, geht da drauf? Ja, dann mach mal drauf. Frau Postka. Ja, so sieht's aus. Prima! Tanken noch? Ach ne, getankt habe ich ja schon, ne? Ja, dann können wir den auch gleich einstellen, dann ist er durch, ne? Ja. So, also dieses Mal, heute mal ein etwas professionelleres Video als das mit der Getriebespülung. Aber die Getriebespülung kriegen wir autodidaktisch auch noch hin. Und dann zeigen wir euch auch noch, wie wir das besser machen können. Ne? Schnuckelputzen. Hör auf, an meinem Nippel rumzuspielen, das ist ja ekelhaft. Ja, gibt's noch was zu erzählen? Du hast noch nichts zu sagen, ne? Ist Laptop dran? Ja, genau. Jetzt können wir auch mal, wir lassen ihn mal laufen und ihr könnt die Geräuschkulisse jetzt auch mal hören. Das auf Benzin. Das machen wir mal ganz, ganz geschickt. Wir machen jetzt mal wirklich den Laptop hier drauf auf den Motor. Das ist jetzt Benzin. Oh, Alter, ich hau dir gleich in dein scheiß dreckiges Maul. Es ist ja wohl... Hau ab, Blödmann! Gas! Benzin? Ist da lauter einfach da. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen lauter. Es kommt immer darauf an, wie die Injektoren liegen. Ne? So, Benzin. Und Gas. Also es hört sich auf Gas eben halt ein bisschen anders an. Weil eben halt die Injektoren vom Gas, der Kolben ist halt viel, viel größer als die kleinen Benzindüsennadeln. Man sieht das auch in der Größe, die Benzindüsen sind relativ klein. Die Gasdüsen sind größer. Und vor allen Dingen, die Gasdüsen liegen ja auch, man fühlt ja auch einen Puls, wenn die jetzt arbeiten, die liegen natürlich auch höher. Und der Luftfilterkasten, der überträgt natürlich ein bisschen. Ne? Sind natürlich mechanische Kolben auch drin. Ja. Ja, so sieht's aus. Alles schön fertig eingestellt hier. Ich kann es nochmal eben zeigen. So. Gemisch 130 0 025 Millisekunden im Offset. Das habe ich da gerade wegen mit OBD eingefahren auf der Straße und das ist hier Perfektion. So, wir sehen hier Benzineinspritzzeiten 2,7 2,8 Millisekunden im Benzinbetrieb. Jetzt schalten wir auf Gas rüber. Jetzt hat er simulierte Benzineinspritzzeiten 2,7 2,8 Millisekunden im Gasbetrieb, also ganz genau, ne? So. Kannst du ausmachen, ja, wir können ja die Umrüstung nochmal fertig zeigen. 680, 300er Tank ist hier drin, ne? Glaube ich, ne? Kann der Kunde auswählen, Standard. Ja, ein Schalter ist immer hier beim 211er. Manchmal ist der auch dieserbar, ne? Ja, man kriegt diese GZWM-Tanks ein bisschen schlecht und die sind natürlich auch mega teuer, ne? Der Kunde wollte den jetzt haben. Wie viel Liter hat der? 88. 88 Liter, genau. Nicht wirklich, ja. Das ist der ganze Schrott, der eben halt, wie gesagt, im Kofferraum nicht mehr groß drin sein muss. Das immer mit, dann können die Kunden das selber. Genau, eben auch. Jawohl. Jetzt ist noch offen. Heute ist noch Gasanlagen-Systemeinbauprüfung. Ne? Ist alles drin. Alles ordentlich. Genau. Die legen wir immer in der Schlaufe, damit die nicht knicken. So ist die Knicke. Aufgrund dafür, ich habe schon mal gehabt, dass einer mal aufgesetzt ist. Ja. Da will man Verbinder zwischenmachen. Ja. Und man hat keine Leitung mehr. Kann man die ganze Leitung neu legen. Naja, das stimmt. Das ist natürlich auch blöd. Ne? Dann kann man ein bisschen mal. Kann man von unten nochmal zeigen hier. So sieht's aus. Alles schön abgedichtet, schön versiegelt. Da unten kann das Gas quasi rauslaufen, wenn da oben am Multiventil mal was undicht ist oder Überdruck abbläst. Passiert ja sowieso nicht. Ja, so sieht es also aus. Bei dem ist es genau dasselbe. Im Prinzip hier 211er halt. Eins der meist umgerüsteten Fahrzeuge. Da unten ist genauso. Nur, dass ein anderer Mitarbeiter das gemacht hat hier. Ja, Tankeinfüllstutzen ist ja auch immer klar. Tankeinfüllstutzen ist auch immer klar. Da, hier dasselbe. Och, der ist schön, der Mustang, ne? Schönes Auto.
Ja, da hat der Adapter schon drauf. So. Ja, dann geht die Klappe nicht ganz zu. Aber der wird ja auch runtergedreht nachher, ne? So, dann wisst ihr erstmal wieder das Neueste. Weiter geht's auch mit den Autos, die wir den Berlingo machen wir noch fertig jetzt. Bremsen als hier, die Reifen für den Transit liegen da jetzt schon, ne? Also jetzt geht's auch, wir sind diese Woche ganz gut durchgekommen, trotzdem. Mef nicht da, ich hoffe, der kommt Montag wieder. Ein Auto kommt jetzt noch? Ein grüner Mercedes? Deiner? Ja. Deinen willst du umrüsten. Willst du ein Video drüber machen? Ich denke, ja. Ja, kannst du ja machen. Da brauchst du eine alte KME rein, ne? Eine alte KME. Eine gebrauchte KME hier. Hat er wieder irgendwie zusammengesucht. Besen durchs Lager gegangen, fegt sich die Klamotten zusammen und dann baut er sich eine KME da rein, ne? Das Schöne ist noch Euro 2, da kann ich machen, was ich will. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns, glaube ich, in den nächsten morgen Videos. Zum Freitagsvideo. Morgen zum Freitagsvideo wieder, genau. Alles klar, meine Lieben. Ne. Was? Tschüss. Und schön im Autogasteile-Shop eure Anlagen bestellen. Wir haben es euch jetzt gezeigt, wie es geht, ne? M272, 273, M112, M113. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.